Hallo liebe Freunde der Wahrheit und von allem Gutem. In dieser Folge geht es um die sehr wichtige Unterscheidungsfähigkeit, die wir in Zukunft sicherlich gut gebrauchen können. Ist das Leben nicht fantastisch? Es bietet uns jeden Tag eine unzählige Anzahl an Möglichkeiten des Wachstums und der Bewusstseinsentwicklung. Dabei werden wir in unzähligen Situationen herausgefordert, und zwar aus unserem Alltag. Und das ist auch gut so, denn wie sonst wollen wir uns weiterentwickeln? Wir können auch jeden Tag dasselbe tun, wie unseren Kaffee trinken, zur immer selben Arbeit rennen, vielleicht noch etwas Sport machen und sicherlich wird das alles zu unserem Wohlbefinden beitragen. Doch letztendlich werden wir uns dadurch wohl kaum weiterentwickeln. Und geht es nicht im Leben eigentlich nur um diese Weiterentwicklung des Bewusstseins? Geht es nicht darum, Erfahrung zu machen und dann in seinem Bewusstsein zu wachsen? Natürlich könnte man vorschnell sagen, nein, es geht um Gesundheit und um Liebe. Aber von welcher Liebe reden wir da? Und braucht man nicht vorher auch die Bewusstseinserweiterung? Aber von welcher Liebe reden wir da? Reden wir von der Art von Liebe, die du empfindest, wenn du einem Obdachlosen 5 Euro spendest, dieser dich davon eine Flasche Wodka kauft und an einer Alkoholvergiftung stirbt? Reden wir von dieser Art von Liebe? Oder reden wir von der Liebe, die Eltern regelmäßig ihren Kindern vorenthalten, weil diese mal nicht so ticken, wie die Eltern wollen? Dieser Liebesentzug findet alltäglich in den Familien statt. Und das ist sehr verwerflich, denn Kinder brauchen die Liebe zum Leben, und zwar bedingungslos. Und das ist genau der Punkt. Es geht um die bedingungslose, um die allumfassende Liebe. Es geht darum, ein All-Eins-Gefühl zu spüren. Und dieses Gefühl kannst du wohl kaum bekommen, wenn du nicht vorher dein Bewusstsein erweiterst. Und wie schaffst du es, dein Bewusstsein zu erweitern? Das schaffst du nur, indem du alle möglichen Erfahrungen gemacht hast. Erst wenn du diese ganzen Erfahrungen, auch die negativen, annehmen kannst, so wie sie sind, transformieren kannst und letztendlich daran gewachsen bist, erst dann kannst du sagen, du hast mit deinem Bewusstsein das Leben, die Gesetze des Lebens, die Gesetze des Kosmos verstanden und du bist in einer tiefen inneren Weisheit angekommen, wo du sagen kannst, das Universum ist ein sicherer Ort und ich kann alles so annehmen und so lieben, wie es ist. Es gibt viele New Age Propheten und Esoteriker, die nur von Licht und Liebe reden. Aber wenn etwas in ihrem Alltag nicht so funktioniert, wie sie es wollen, dann fallen sie schnell aus diesem Denkschema und Muster heraus und man sieht, dass diese Menschen auch noch nicht erleuchtet sind oder dass sie diese Licht und Liebe, die sie propagieren, nicht vollends umgesetzt haben. Im Endeffekt geht es also bei allem, was wir erreichen wollen, ob es glücklich sein ist, allumfassende Liebe oder Gesundheit, vorher um die Bewusstseinserweiterung, um das Machen von Erfahrung. Und diese Erfahrungen führen letztendlich auch zur Entwicklung von Intelligenz. Und damit bin ich jetzt erst beim Thema dieser Folge angekommen. Intelligenz bedeutet nicht, Mathematikaufgaben schnell lösen zu können oder Physikformeln über mehrere A4-Seiten umformen zu können, so wie ich es regelmäßig in meinem Physikleistungskurs im Abitur gemacht habe und auch daran gescheitert bin. Nein, Intelligenz bedeutet etwas völlig anderes. Intelligenz kommt von Lateinisch Unterscheidungsfähigkeit. Und genau diese Intelligenz erlangt man eben durch das Machen von Erfahrung, durch Erweiterung des Bewusstseins. Diese Intelligenz erlernt man leider nicht in der Schule. In der Schule erlernt man genau das Gegenteil. In der Schule muss man nachplappern, was einem vorgesprochen wird. Und das hört sich jetzt zwar böse formuliert an, aber im Endeffekt ist es genau das. Du bekommst einen Inhalt vorgesetzt und musst diesen nachplappern. Im Endeffekt musst du ihn vielleicht ein bisschen bearbeiten, du musst recherchieren, was andere schon herausgefunden haben, wie auch immer, im Endeffekt bleibt es nachplappern. Dem Menschen wird leider die Fähigkeit, selbst zu denken, abtrainiert, auch die Vorstellungskraft, die für uns magische Wesen eigentlich so wichtig ist, wird uns im Kindesalter, in Kindergarten und Schule abtrainiert. Das ist sehr verwerflich, denn damit wird die Entwicklung von Intelligenz gehemmt. Und so sehe ich, dass die meisten Menschen in der Entwicklung ihrer Intelligenz weit zurückliegen. Und da Intelligenz also Unterscheidungsfähigkeit bedeutet, ist mir auch völlig klar, warum unsere Welt so aussieht, wie sie aussieht. Denn mit Intelligenz wäre diese Welt so nicht möglich. Ich möchte euch an zwei einfachen Beispielen aus dem Alltag erzählen, wie man also in seinem Bewusstsein beständig wachsen kann, indem man einfach nur die Außenwelt beobachtet und hinter die Fassade blickt. Ich bin in einer Chatgruppe bei Telegram und zwar von dem Channel-Medium Nancy Holten. Und ob man sie jetzt mag oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht darum, dass sie ein Video von Satguru gepostet hat, wo dieser eine Aussage macht, wie man mit Menschen umgeht. Gegen diese Aussage ist sicherlich nichts einzuwenden, denn dort erzählt er, man soll einfach nur das Gute im anderen Menschen sehen. Das ist vollkommen richtig.
Jedoch ist daraufhin eine große Diskussion in diesem Chat entstanden, denn viele Zuschauer von Nancy empfinden keine großartige Resonanz zu Sadhguru und haben Argumente hervorgebracht, dass dieser zum Beispiel beim World Economic Forum gesprochen hat und auch für den Great Reset steht. Ich selber wusste diese Sache noch nicht, aber ich selber habe eine Aussage von ihm gehört, wo er gesagt hat, dass wir Menschen alle unseren Fußabdruck auf der Erde verringern wollen. Dabei wäre es viel einfacher, die Menge der Füße, die diesen Fußabdruck machen, dass man diese verringern würde. Das heißt, Sadhguru steht eindeutig für die Bevölkerungsreduktion auf der Erde und ich denke sogar im Einklang mit dem Great Reset, mit den Guidestones, wo steht, dass nur 500 Millionen Menschen übrig bleiben sollen, mit den mRNA-Impfungen und so weiter. Mit all diesen Dingen geht Sadhguru einher. Deswegen ist er für mich auch keine Person, die ich fördern möchte, die ich mir anschauen möchte oder zu der ich eine großartige Verbindung habe. So ist Sadhguru für mich einfach nur eine Stufe auf der Leiter zur Erkenntnis für viele Menschen, die vielleicht noch nicht bei der letztendlichen Wahrheit angekommen sind. Ich sage auch nicht, dass ich dort angekommen bin. Jeder hat eine andere Stufe des Bewusstseins. Jede Seele hat eine andere Stufe der Entwicklung. Und das alles ist gar kein Problem, denn letztendlich werden wir alle ankommen. Das zweite einfache Beispiel, was ich euch erzählen möchte, ist das von Joshua Kimmich. Joshua Kimmich wird ja gerade durch den medialen Schlamm gezogen. Es gibt unzählige Sondersendungen, Presseartikel, Talkshows und so weiter. Und alle brüskieren sich über seine Haltung zur mRNA-Impfung. Ich verstehe diese Diskussion nicht, denn wie kann jemand, der einfach nur sagt, er ist ein gesunder Mensch und er weiß noch nicht, ob er diese mRNA-Impfung wirklich in sich haben möchte, wie kann so ein Mensch dafür ausgelacht, denunziert und im Endeffekt vielleicht wie bei vielen anderen sogar fertig gemacht werden? Wie ist so etwas möglich? Das zweite Beispiel handelt von Christoph Metzelder, von dem ich vorher noch nie gehört habe, aber der wohl ziemlich bekannt sein sollte. Dieser Mensch wurde mit kinderpornografischen Inhalten erwischt und, was mich sehr verwundert, es gab nicht unzählige Presseartikel, Sondersendungen und Talkshows über Christoph Metzelder. Außerdem ist er für diesen Delikt in Verbindung mit kinderpornografischen Inhalten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Und daran sehe ich, wie unsere Gesellschaft momentan funktioniert, wie das Bewusstsein in unserer Gesellschaft ist und wie die Unterscheidungsfähigkeit und somit die Intelligenz der Menschen ist. Diese ganzen Sachen aus dem alltäglichen Leben können uns also in unserer Intelligenz fördern. Wir müssen diese Sachen nur betrachten, hinter die Fassade schauen und letztendlich unsere eigene Meinung dazu bilden. So entsteht Intelligenz und wir haben dazu jeden Tag unzählige Möglichkeiten. In diesem Sinne, liebe Freunde, erweitert euer Bewusstsein, bleibt offen für die Wahrheit und bildet euch eure eigene Meinung. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören.